Zuerst wird mit dem Bindefaden eine Grundwicklung bis ca. Hakenspitze gelegt. Das Schwänzchen besteht aus 6 bis 8 Fibern aus einer Fasanenschwanzfeder. Diese werden nach hinten eingebunden und fixiert. Circa ein Viertel des Hakenschenkels bleibt zum Hakenhör hin frei. Für die spätere Rippung nimmt man ein Stück Bindefaden. Dieser Faden wird gedoppelt und eingebunden. Der Körper wird mit Flyride-Dubbing in Hell Olive gedubbt. Alternativ kann man auch Braun- oder Grautöne verwenden. Beim Rippen wird der Bindefaden verdrallt und in gleichmäßigen Wicklungen um den Körper gelegt. Der Loopwing wird mit einer CDC-Feder mit ca. 5 cm Länge erstellt. Circa ein Drittel der Feder wird ab dem Hakenöhr unter dem Bindefaden gezogen, damit die vorderen Fibern schön zusammenhalten. Die etwas längeren Fibern, die übrig bleiben, werden zum Teil ebenfalls verwendet. Bevor der Loop erstellt wird, wird eine Hahnenhechel eingebunden. Die Hechellänge ist dabei etwa gleich mit der Öffnung des Hakenbogens. 3 bis 4 Wicklungen werden eng an die CDC-Feder gelegt. Die Fibern an der oberen Seite werden weggeschnitten, damit mehr Platz für die Schlaufe der CDC-Feder entsteht. Der Bindefaden wird zum Hakenöhr gewickelt.
Mit dem sozusagen geschlossenen Teil der CDC-Feder wird die Schlaufe gebildet. Bevor man diesen fixiert, sollten so viele Restfibern wie möglich nach hinten weggestreift werden. Die Feder wird am Hakenöhr fixiert und ein Köpfchen gebildet. Zum Schluss wird mit einem Whip-Finisher ein Abschlussknoten gelegt. Ein wenig Lack sorgt für eine bessere Haltbarkeit. Viel Spaß beim Binden und viel Erfolg am Wasser.